Herzlich willkommen. Heute sind wir hier oben auf dem Degelberg. Der hat ca. 1800 Meter. Wir sind mit der Seilbahn hochgefahren und laufen jetzt die Königsrunde und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Na, hier vorne ist die Bergstation, wo wir angekommen sind mit der Gondel. Und wenn man sich dreht, hier vorne war der Aussichtspunkt, wo wir jetzt eben geguckt haben. Und hier vorne ist Gleitschirmspringen, wo man auch dann den Spring mitmachen kann. Also jetzt geht's los auf die Königsrunde. Alleine wegen diesem Ausblick hat sich dieser Aufstieg schon gelohnt. Schaut euch das doch nochmal an. So, ich wage jetzt den Aufstieg auf den Gipfel. Versprechen tue ich nichts, so wie ich hoffe. Ihr werdet es dann sehen.
Ja, das war's. Ich glaube, ich habe mir es getraut. Ich war ja oben und ich habe euch nicht zu viel versprochen. Jetzt gehe ich wieder runter zur Susi, die wartet unten auf mich. Und dann laufen wir weiter den Königsweg. So, jetzt sind wir hier unten am Tegelberg wieder angekommen, haben noch was gegessen und getrunken und jetzt geht der Abstieg hinunter zur Talstation, rein theoretisch 2 bis 2,5 Stunden. Thank you.
kann euch nur sagen, der Weg ist zwar schön oben runter, aber definitiv anstrengend. Also wer nicht so gut zu Fuß ist, der sollte lieber mit der Bahn wieder runterfahren. So, jetzt endlich wieder unten in der Talstation angekommen, da wo wir das Auto geparkt haben, im Prinzip wo wir heute Vormittag auch die komplette Tour gestartet haben. Wir waren bis oben auf dem Degelberg und runterwärts sind wir jetzt gelaufen. Ausgeschildert war es mit 3,5 Stunden rum. Wir haben etwas über 4 gebraucht, weil es doch recht steil war und viel Schotter. Auf jeden Fall hat Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Und wie immer schön Daumen hoch, Kommentare schreiben und vielleicht noch ein Abo da lassen. Macht's gut, bis dahin, wenn es wieder heißt, Jan auf Tour.